So, wir sind wieder da und brauchen 5 Minuten. Oh, vielleicht schaffen wir es auch in 8,773 eurer Aufmerksamkeit mit den beiden Coaches. Wir haben es anfangs erwähnt, Coach Felix Bagnobre ist krank, dafür Peter Topalski da und Chris Harris nach diesem. Und jetzt bitte ich dezent zu eskalieren, 87-73 im Derby. Coach Peter, erstens, wir haben es zwar vor dem Spiel schon gesagt, aber bitte auch an dieser Stelle nochmal, richte Felix unsere liebsten Grüße und bitte beste Genesungswünsche aus. Das geht vor. Und zweitens, schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier oben mit dabei zu sein. Deswegen, du bist vielleicht auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder heute gekommen. Wie war für dich das Derby diesmal aus etwas anderer Perspektive? Erstmal danke für die Glückwünsche für Felix. Werde ich ausrichten auf jeden Fall. Ja, wie ich schon unten gesagt habe, das ist das erste Spiel, wo ich coachen muss in der Pro A, auch alleine, ohne Felix. Ne? Natürlich Alvaro war mit mir, sehr guter Coach, das hat mir auch viel geholfen. Ja, komische Stimmung. Ich war schon aufgeregt, ne? Schon gestern, als ich mitbekommen habe, dass er doch nicht fit wird. Ich habe nicht so gut geschlafen, ne? Weil ich weiß, was Chris alles in den Taschen hat und wir mussten ja auf alles bereit sein, von daher, wie gesagt, neues Gefühl, aber kein schlimmes Gefühl. Ne? Vor so viele Zuschauer, das kann man nur Spaß haben, auch wenn man am Ende verliert. Ja. Chris, kannst du nachher mal die Taschen entleeren? Drum sei trotzdem noch die Frage erlaubt, ihr habt dieses Jahr im Schnitt in den ersten Spielen knapp 65 Punkte zugelassen, heute waren es dann entsprechend 87. Es gab so eine Phase, wo ihr am Ende nochmal einstellig dran war, das waren glaube ich 5, 6 Punkte, sowas um den Dreh. Was hat dazu geführt, dass Phoenix das dann doch nochmal, zumindest aus deiner Sicht, nochmal rumdrehen und am Ende so klar gewinnen konnte? Also erstmal, wenn man das zweite Filter runterrechnet, da sind wir in unserem Schnitt, ne? Unser Ziel war unter 20 jedes Viertel. 3 Viertel ist uns gelungen, zweites Viertel hat es nicht so geklappt. Da haben wir einfach den Faden verloren, da haben wir wirklich Hagen deren Stärken ausspielen lassen. Wir haben ja fast mit 20 verloren, das Viertel. Ne? Und eigentlich dadurch auch das Game verloren, weil drittes Viertel kamen wir nochmal zurück, ein bisschen umgestellt in der Defense, waren auch dabei, haben dann 3 Dreier, 2 von einem, weiß ich nicht, 9 Meter oder so treffen lassen oder Contested Shots. Und dann gleichzeitig auch vorne offene Würfe nicht getroffen und das war der Knackpunkt. Am Ende kurze Rotation, 7, 8 Mann. War Luft raus. Ne? Coach, vielen lieben Dank trotzdem für dieses wunderschöne Derby und wir freuen uns jetzt schon auf das Rückspiel dann bei euch in der Rundsporthalle. Vielen Dank, Peter Topalski. Dankeschön, danke. Und viel Erfolg weiterhin. Machst du noch Bank oder machst du Dann ist die Frage, die erste an Chris natürlich. Coach Peter hat es angedeutet. Was hast du in deiner Hosentasche heute gehabt? Was hast du da an Kniffen und Tricks Versteck gehabt, um Bochum den Stecker zu ziehen? Tolle Freiwurfquote vielleicht, viele Rebounds abgeben. Also ganz ehrlich, ich sag mal für Coach hier, für Peter, wir saßen alle hier vor dem Spiel und ich habe gesagt, oh Scheiße, Felix ist nicht da. Ich konnte mir so vorstellen, Felix könnte das oder das so geplant haben. Eigentlich, wenn ein Trainer fehlt, ist es oft, dass die Spieler dann sagen, komm, wir schmeißen uns zusammen, das machen wir jetzt gerade, ne, und wir schaffen das. Und ich hatte schon sehr viel Respekt davor und ich wusste nicht genau, was du denn für verschiedene Impulse dem Spiel geben würdest. Von daher, ich fände es tricky, ich glaube, meine Mannschaft fände es tricky. Bochum hat viele länger, viele physisch, waren wirklich dominant fast an die Bretter und ich hätte mir schon gewünscht, dass wir ein paar mehr von den Abpralle eingesammelt hätten. Ich glaube, damit mit unseren Quoten, außer Freiwurfquoten, wäre es dann ein ganz schönes Spiel für uns gewesen. Aber die haben uns einfach das Leben schwer gemacht, von Anfang bis Ende. Und Gott sei Dank hatten wir so einen erfolgreichen. Und wir sind wirklich in Rausch gekommen da im zweiten Viertel. Das hat uns das Spiel absolut gewonnen. So. Vielen Dank an euch, weil sonst wären wir nicht in einen Rausch gekommen. So. Danke.
abschließende Frage, weil du die Rebounds gerade angesprochen hast. Ist das etwas, wo du vielleicht ein Stück weit auch wusstest, dass das kommen wird, wenn du von außen so viele Dinger draufknallst? Stichpunkt, wir haben dieses, bin in diesem Spiel das erste Mal in dieser Saison mehr Dreier als Zweier genommen. Oh. Fun Fact am Rande. Aha. Aber nein, ist das was, wo du sagst, ey, wir wollen früh diese Würfe haben, wir wollen diese langen Würfe haben, wo du dann weißt, okay, du musst letzten Endes auch ein bisschen beim Rebound abgeben? Also offensiv war das nicht unbedingt so das Problem bei mir. Also ja, die spielen so eine interessante Zone, so eine Box and One oder Matchup oder Diamond oder wie auch immer man das benennen möchte. Und mit deren Länge, die erzwingen dich schon zu viele Dreier. Und wir haben kein Problem, wir haben gute Dreierschützen und wir nehmen gute freie Würfe, wir freuen uns darüber. Ich hatte eher bei den Abpraller in der Defensive Probleme, ne? Und dafür haben sie, ich fand, wir waren nicht unbedingt weniger physisch, ich fand, die haben so mit kleinen Vorteilen in linker Seite, dann Midrange, so ein kurzer Wurf und dann waren wir immer so einen halben Schritt spät und dann haben sie so eine kleine Winkel zum Brett gehabt und damit haben wir einfach zu viel Abpraller abgegeben. Also ich fand, das war schon also aus der Taktik heraus haben sie dann mit ihren Länge und Physik sehr gut die Winkel attackiert und deswegen haben wir so viel abgegeben. Das tat mir leid, damit war ich geärgert, aber das ist ein gutes Team und die stehen zurecht ganz oben und würden dieses Jahr mit um die Playoff-Plätze kämpfen und deswegen ist es für uns ein toller Sieg hier zu Hause und ich glaube, wir können alle heute noch ein Bier mehr trinken und noch ein bisschen mehr genießen dadurch. Und am Ende. Ja, ja! Bier! Und am Ende ist es nicht nur ein Sieg, ist ein Sieg, ist ein Sieg, sondern es ist ein Derby-Sieg und den nehmen wir mit in die nächsten 2 Wochen. Da sind wir dann auswärts unterwegs und dann freuen wir uns jetzt schon auf das erste volle Wochenende im November. Heimspiel, Doppelwochenende sozusagen. 8.11. und 10.11. Da sehen wir uns dann hier in der Ische wieder. Euch einen schönen Abend und den Gästen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank. Ja.